Live-Shopping bei Modellbahn Union. Wir sind Modellbahn. Hier gibt es das Paradies für Modelleisenbahner. Und herzlich willkommen an alle Modellbahner und Modellbahnerinnen zu unserer 8. Ausgabe bereits. Wir haben schon eine treue Fanbase, die immer dabei ist. Da freuen wir uns sehr drüber. Und heute sind wir wieder komplett live, nachdem wir vor 2 Wochen die Highlight-Sendung unseres Sommerfestes zeigen durften. Und apropos Sommerfest, da hat etwas besonders Furore gemacht. Und da haben wir gesagt, wow, wenn das so viel Aufmerksamkeit erzeugt, dann machen wir jetzt mal eine ganze Sendung über dieses Thema. Heute geht es um Hochgeschwindigkeitszüge. The Need for Speed. Und da bin ich gerne dabei. Mein Name ist Isabel Klaassen. Ich bin Moderatorin, aber auch Darstellerin, Sängerin, Schauspielerin. Und ich habe selber mal auf der Bühne viel Geschwindigkeit gemacht als Zug, als Ex-Zug beim Starlight Express. Und deswegen freue ich mich umso mehr, jetzt wieder zurück in der Modellbahnwelt zu sein. In unserer Welt, Modellbahn Union, Modellbahnwelt, aber auch natürlich auch in eurer Modellbahnwelt. Und ihr seid eigentlich das Wichtigste beim Live-Shopping. Weil erzählt uns von eurer Welt, von eurer Modellbahnwelt, von euren Ideen, euren Wünschen, euren Anregungen. Stellt uns Fragen. Und wer sich jetzt fragt, Moment, wie soll das denn eigentlich funktionieren? Ich zeige euch das mal kurz. Ich habe hier was vorbereitet. Hier gehe ich nämlich mal rüber zum Dennis, sage ich gleich noch. Hallo Dennis erstmal. Wir reden gleich noch kurz, aber ich wollte einmal kurz hier zeigen, wie das denn mit dem Live-Shopping funktioniert. Ich bin jetzt auf der Webseite modellbahnunion.com im Live-Shop. Da bin ich jetzt aber erstmal auf eine Aufzeichnung gegangen. Ihr dürftet uns jetzt live sehen. Und auf dem Handy, wenn man das hochkant hält, dann sieht man hier oben uns jetzt normalerweise. Die Produkte seht ihr vielleicht noch nicht direkt. Das ist aber ganz einfach. Ihr müsst einfach hier auf dieses Kachelsymbol drücken und dann kommen immer die aktuellen Produkte, die wir gerade besprechen. Wenn ihr wollt, könnt ihr da direkt drauf tippen. Ihr kommt direkt dann in den Shop. Ihr müsst also nicht extra raus aus unserem Live-Shopping-Kanal. Wenn ihr wieder zurück zu uns wollt, streicht ihr einfach wieder runter, dann seht ihr uns wieder. Und das Wichtigste, das fast Wichtigste beim Live-Shopping ist, dass ihr mit uns redet. Hier unten gibt es dann einen Pfeil, da steht Chat, da müsst ihr einmal euren Namen eintragen und dann kann es losgehen mit euren Fragen, euren Grüßen, ihr könnt miteinander chatten, das haben wir jetzt auch schon ganz oft gehabt, da haben ganz viel Freude dran. Und ihr chattet natürlich auch mit dem Dennis. Hi Dennis, hallo, unser Standortleiter hier in Carmen, genau. Der schon Chat-Profi ist und Live-Shopping-Profi, hast du gerade gesagt? Ich mauser mich langsam, ja, er ist nicht mehr nervös, kein Lampenfieber mehr. Ja, man gewöhnt sich dran. Die Finger werden immer schneller auf der Tastatur und der Thomas ist auch noch dabei. Genau, Thomas ist im Hintergrund, der unterstützt mich da heute. Ja. Und das heißt, ihr seid gewappnet für alle Fragen? Alle Fragen, alles reinschreiben, ja. Grüße reinschreiben, Anregungen. Wir sind für alles gewappnet. Ja, genau. Also das ist der Dennis. Und neben dem Dennis darf natürlich auch ein besonderer Experte nicht fehlen. Herzlich willkommen, Heiko. Heiko Stoll. Hi, Modellbahn Unioner der ersten Stunde und unser Produktleiter, Manager. Experte, Manager. Was... Wie geht's erstmal? Mir geht's gut, dankeschön. Und Produktmanager heißt, was, ich meine, was machst du? Also in der offiziellen Wahrnehmung spiele ich den ganzen Tag mit der Eisenbahn. daneben kommt aber natürlich sowas wie Koordination. Wo kommt das Produkt her? Wer baut das Produkt? Was baut er für ein Produkt? Also da geht's eigentlich los, dass man aussucht, was überhaupt gebaut werden soll. Dann, wie soll es gebaut werden? Du musst ja ein bisschen Technik dir überlegen oder was soll rein, was soll nicht rein, was muss das Produkt können. Ja, und dann geht es um Design, dann geht es um die Lackierung, dann geht es um Kontrolle von Aufschriften, die Verpackung, die Anleitung, also alles, was du quasi am Ende in der Hand hältst, wandert irgendwann durch meine Hände. Ja, und irgendwann muss ich einen großen Haken dran machen und sagen, so ist es richtig, so glaube ich, dass es richtig ist und dann... Wahnsinnig kreativ. Ja, ein bisschen. Also teils, teils. Man muss ja auch nach Plan arbeiten, man baut ja was original nach. Also ja. Du baust ja nicht ein Fantasiemodell oder nicht wirklich. Also ja, ist so eine Mischung aus Fantasie, akkuratem Arbeiten, Nieten zählen, wie man so unter den Sammlern sagt. Und auch Kenntnis natürlich, was schon auf dem Markt ist, was man noch... Klar, das gehört auch dazu. Ja, okay. Ja, wunderbar. Und deine Passion, die Modelleisenbahn seit Jahrzehnten? Schon ein paar Tage länger, genau. Ja. Ja, umso schöner. Und heute haben wir was ganz Besonderes dabei. Ja. Es geht um Hochgeschwindigkeitszüge. Ja. Und nie war die Auswahl so groß wie heute? Das stimmt. Es gibt tatsächlich eine ziemliche Bandbreite im Moment. Ja. Passt gar nicht alles in eine Sendung. Deswegen haben wir so ein bisschen Auswahl getroffen. Ausgewählte Highlights, ne? Ja, genau. Weil wir großes Glück haben, eben so viel gerade anbieten zu können. Das ist tatsächlich was Besonderes im Moment, weil das immer so ein bisschen schwankt, hin und her schwankt. Und im Moment haben wir
ein echt großes Sortiment, was die Züge angeht. Genau. Also insofern starten wir jetzt einfach mal in unser Thema Hochgeschwindigkeitszüge. Wir starten direkt mit der Neuheit, mit vom Lima aus der Expertlinie. Hier ist die Neuheit, unser ICR1. Hier ist unsere Neuheit. Ja, wie schon gesagt, es geht um die erste Generation des ICEs. 1991 der neue Maßstäbe gesetzt hat, weltweit, ja, los, genau. Quantensprung aus Deutschland. Linienverkehr, 280 Kilometer die Stunde, das war echt bahnbrechend in Deutschland. Und hier steht er. Der ICE 1, Baureihe 401, hier die Artikelnummer HL1750, also von Lima. Der Elektrotriebzug für Empfehlung 249,90, heute für 224,91 €. Gleichstrommodell, vierteilig. Im Moment vierteilig. Im Moment vierteilig. Lima hat weitere Sets angekündigt mit Speisewagen, mit erste, zweite Klasse Wagen, die jetzt alle so peu à peu dazukommen. Okay. Und der, wer gut aufgepasst hat, der konnte schon mal einen kurzen Blick drauf werfen, eben am Sommerfest bei Kurz und Valentina. Da war er im Bild, ganz genau. Da war er im Bild. Schon in drei Varianten im Bild. Ja, genau. Und ja, hier ist er jetzt, heute widmen wir uns dem jetzt mal ganz in Ruhe. H0 natürlich. Und was ist da los, Heiko? Was kann der? Also das Besondere ist, dass es den Zug, obwohl er schon so lange existiert und obwohl er auch sehr bekannt ist, noch nie in einer maßstäblichen Umsetzung gegeben hat. Das heißt, zum ersten Mal sind die Wagen wirklich 1:87 lang. Mhm. Früher hat man immer verkürzt. Es gab Modelle 1:100, 1:93, ganz krumme Zahl. Das hatte immer was damit zu tun, ob die Modelle durch Kurven fahren können auf der Modellanlage oder bestimmte Voraussetzungen erfüllen sollten, die Leute auf ihren Eisenbahnen haben. Und hier ist man jetzt hingegangen und hat gesagt, wir versuchen, also wir machen ihn maßstäblich mit dem Maximum an Beweglichkeit, was da möglich ist. Da liegen so Kuppelstangen bei. Die könnte man auch durch normale Kupplung, wenn man möchte, ersetzen oder durch andere Kupplung, sodass man da auch ein bisschen mit spielen kann, wenn man eine etwas engere Anlage hat oder etwas andere Voraussetzungen. Ja, das ist kein Problem. Genau. Und das heißt, da bekomme ich jetzt eben die beiden Triebwagen. Und zwar mal eine zweite Klasse und eine erste genau, Klasse. Das ist der Servicewagen, das ist mit einer Antenne. Da war beim echten Zug war das Konferenzabteil, glaube ich, drin. Das war damals auch was ganz Besonderes. Okay. Und ansonsten ist das Ganze auf dem aktuellen Stand der Technik mit Top-Bedruckung, mit schönen Farben. Ganz toll dieses Fensterband an den Wagen, finde ich. Ja. Was cool aussieht. Und auch mit einer aktuellen Digitalschnittstelle drin, 21-polig, mit einem Platz für einen Sounddecoder, wenn man möchte. Und all solche Kleinigkeiten. Ja, der sieht richtig cool aus. Also, ja, definitiv. Ja, der hat auch noch diese, also der ICE1, als er angefangen hat, dann, das war halt diese Bemalung an der Seite mit den Zweifarbigkeiten. Das ne? war damals aktueller Trend, genau. Das ist auch das alte DB-Logo. Ja. Also es ist ja noch Epoche 5. Ja. Man denkt ja immer, Hochgeschwindigkeit wäre so ganz neu, aber nein, ganz so neu ist es ja schon gar nicht mehr. Ja. Ne? Kommen wir später auch noch zu noch viel älteren. Ja. Aber hier ist es dann was für Leute, die 80 oder Ende 80er, 90er sammeln und können da den Zug schon vorbildgerecht fahren lassen. Ja, super. Und das ist jetzt HL1750 für heute 224,91 €. Das bekomme ich so als Set. Es gibt ja noch andere Betriebsnummern und andere Artikelnummern auch. Zum Beispiel der HL1751. Ja. Der kostet genauso viel, der sieht aber anders aus, weil das ist nämlich dann die Epoche 6. Boah, das sieht jetzt hier ein bisschen seltsam aus, weil wir wollten mal eine Anregung aus dem Netz nachgeben und einfach mal das Innenleben zeigen. Genau, das hatte nämlich der Alexander B9317. Das hat große Wellen geschlagen, als wir angekündigt haben auf Instagram, in den sozialen Medien, es geht um Hochgeschwindigkeitszüge, da kam super viel Resonanz und unter anderem eben auch der Wunsch, mal reinzugucken in den Triebkopf. Genau. Und dann haben wir gesagt, gut, machen wir möglich. Ne? Das heißt, Heiko hat mal geschraubt. Ja, im Schweiße meines Angesichts habe ich ihn nicht kaputt gemacht, das ist ein gutes Zeichen. Und da kann man jetzt reingucken. Und kann sehen. Man jetzt reingucken, das ist der Wagen mit Motor in der Mitte, das ist eigentlich ganz klassisch, Antrieb auf beide Seiten. Mhm. Der andere Triebkopf hat keinen Motor, hat aber auch die Schnittstelle für die Beleuchtung, sodass du vorne, hinten weiß-roten Wechsel haben kannst und da eben den Sounddecoder reinbauen kannst. Ja, und der sieht jetzt ein bisschen anders aus. Hier, wir haben das Paket mal, weil ihr seht ja jetzt nur die eine Lok. Natürlich ist auch hier dieses tolle Paket von Lima, das nach Hause kommt und wo dann
ihr seht, da fehlt der eine Triebwagen, aber das andere ist noch drin. Nochmal ein Triebwagen und die beiden Waggons. Auch hier haben wir erste, zweite Klasse oder wie sieht das aus? Das müsste eigentlich so ähnlich sein, ne? Ja, genau. Erste, zweite Klasse, die Wagen sind gleich. Genau. Und wir sehen halt, der sieht anders aus, ein kleines bisschen. Da sind wir jetzt in der Epoche 6. Mhm. Das heißt, das Bahndesign wurde vereinfacht vom zweifarbigen Streifen in zwei verschiedenen Rottönen zu dem neuen Verkehrsrot. Dann hat er als Ergänzung auch das DB-Logo vorne auf der Nase. Das gab es vorher auch nicht. Und leichte Varianten im Dach. Es kommt noch eine dritte Version in der Zukunft. Die hat dann zwei Stromabnehmer auf dem Dach. Das ist die Version, die in die Schweiz fährt. Ah ja. Aber da haben wir noch keinen Termin für. Ja, okay. Und ich muss mal gucken, wo ich mir das notiert habe. Sehe ich die IC1 noch auf der Schiene? Ja. Ja, ne? Die sehe ich nämlich noch. Wenn wir jetzt hier gleich runter zum Bahndamm gehen würden, die zwei Minuten von hier, würden wir einen IC1 mit Sicherheit früher oder später zu Gesicht bekommen. Die sind irgendwann, haben die mal so einen kleinen Makeover bekommen von innen, ne? So sieht's aus. Die ganze Inneneinrichtung wurde modernisiert, weil die Technik aus den 90ern mit diesen kleinen Bildschirmchen und was es da gab. Und wir brauchen natürlich Ladekabel fürs Handy. Tatsächlich. Ladekabel fürs Handy. Genau. Das wurde alles mal geupdatet, ne? Was 1991 Hightech war, tatsächlich einmalig auf der Welt mit Fernsehen im Zug und allem Möglichen, war irgendwann raus. Und sind wir mal ehrlich, heute brauchen wir kein Fernsehen mehr im Zug, heute haben wir ein Tablet oder ein Telefon. Und da konnte man das rauswerfen, durch andere Technik ersetzen. Mhm. Aber die Züge sind immer noch fit. Ja. Das ist das Erstaunliche. Also eine Wahnsinnskonstruktion eigentlich. Ne? Also wie viele Kilometer die schon auf dem Buckel jetzt... Ja, das jetzt, geht in den Millionenbereich wahrscheinlich. Weil und hoffentlich natürlich auf der Modellbahn, auf dem Diorama dann auch. Ja, ne? Klar. Also wir haben ja schon gemerkt, man braucht ein bisschen Platz dafür. Also, weil es eben vierteilig ist und man kann das ja, es geht ja noch länger und weiter gleich in anderen Generationen. Genau, und Lima hat hier auch gesagt, wir bauen alle Wagen. Also, wer jetzt anfängt zu sammeln, das ist jetzt so ein bisschen so eine Sache, man kann quasi Step-by-Step kaufen, weil das hier wird ausverkauft sein. Also, suche ich mir erstmal den Zug und dann kann ich jetzt, in welchem Rhythmus auch immer, ich denke mal so alle 2-3 Monate, kommen die Ergänzungssets, sodass ich meinen Zug immer länger machen kann, bis ich am Ende bei... Jetzt wird mich der Chat gleich dafür hauen, dass ich es falsch sage, aber ich glaube, es sind 14 Wagen Original. Ja, irgendwie sowas habe ich auch im Kopf, genau. Ich habe es mir bei anderen Wagen aufgeschrieben, weil es da verschiedene Originallängen gab, je nach Einsatzbedarf. Genau, und es ist natürlich jetzt, das Besondere ist, dass es jetzt das erste Mal original maßstabsgetreu ist, 1:87. Ja. Da ist Lima ja besonders stolz, weil sich noch am Kurt und Valentina sehr stolz auf dem Sommerfest erzählt. Die waren stolz darauf. Es ist auch einfach niemand drauf gekommen. Na, die Leute machen immer neue Züge. Niemand hat jemals diesen Zug gemacht, was ich auch sehr schade fand. Ja. Und hier ist er jetzt endlich. Ja, super. Genau, also das entweder der 1750, das ist die Epoche 5, obwohl der heute noch rumfährt, muss er nicht unbedingt jetzt... Also kommt ja immer darauf an, wie ernst man die Sachen... Ja. Ne? Wem die Lackierung, also kann man ja von der Gestaltung abmachen. Ja. Der ist natürlich auch... in dieser Lackierung in die Epoche 6 gefahren. Ja. Die wurden ja nicht alle sofort umlackiert, sondern setweise umlackiert oder teilweise wagenweise umlackiert. Also die beiden auch zusammenfahren lassen, ist kein Problem. Kein Problem. Ne? Also das ist die HL1750. Hier vorne der von der Epoche 6 ist 1751 mit dem komplett roten Streifen an der Seite. Und dem DB-Logo vorne drauf. Genau, kosten beide heute anstelle von 249,90 € 224,91 € und haben beide zwei Triebwagen und zwei Waggons. Ich zeige noch mal kurz das Paket hier. So, da sieht man noch mal so, in diesem tollen Paket kommt es nach Hause. Die Geschichte oben. Die Geschichte oben. Ja, genau, da kann man noch mal nachlesen. Ne? Das ist immer, das ist schon, ich mag Verpackungen, wenn die schön ist, ist natürlich auch immer gehört toll, dazu. Soll ja was darstellen und letzten Endes ist es auch was, woran man Freude hat. Ja. Und wenn du dann auch schon ein schönes Auspackgefühl. Ja, absolut. Ja, das ist das, was es heute gibt zum ICE1. Das heißt, der alles ins Rollen gebracht hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Schnelligkeit auf die Schiene, die Geschwindigkeit auf die Schiene. Es hat lange gedauert, aber dann kam es mit Macht. Ja, und eben auch mit einem tollen Design, was direkt Maßstäbe gesetzt hat. 280 km/h. Von Hamburg nach Stuttgart war die erste Strecke. So sieht's aus. So sieht's aus. Ja. Ich glaube, ich gehe mal rüber zum Dennis und frage mal, wie denn hier so die Resonanz ist, Dennis. Gibt es da schon Resonanz? Der Chat explodiert. Ach, also wirklich? Viele, kommt der hinterher? Viele, darf viele ich dich Fachleute, überhaupt ablenken und fragen? Viele Fachleute drin, die auch wirklich Ahnung von
dem ICE 1 haben. Okay. Also Potatoes, Modellbahn ist da drin, Doctor Who, die auch angemerkt haben, dass es Triebköpfe sind und nicht eine Lok oder Ach, Triebwagen. Ach ja, natürlich, mein Asche auf mein Haupt, genau, natürlich dann, Triebköpfe. Ja, dann hat Heiko richtig. Ja gerade nochmal mit den 14 Wagen gesagt, das ist 14 teilig, 12 Wagen plus die zwei Triebköpfe, das war gar nicht so verkehrt. Ja. Und es wird auch diskutiert mit der Länge von 4,20 Meter, wenn man dann wirklich alle hintereinander hängt und bei den meisten Bahnen, ob es dann auch fahren würde. Bei einer kleinen Steigung ist das dann schon ein bisschen schwieriger, aber... Ja. Ja, aber das ist toll, dass wir eben jetzt diese Modelle anbieten können, dass Lima die gemacht hat. Ne? Ja. Und es wird auch nach den Ergänzungssets gefragt und das dauert noch ein bisschen, aber wenn wird es bei uns auch angekündigt, also fleißig unseren Newsletter abonnieren, da wird es immer angekündigt, wenn die Neuheiten kommen. Und ja, genau, das ist ne, Newsletter ist ein gutes Thema. Gerne abonnieren, den finde ich auf der Webseite. Ich werde ihn gleich nochmal in den Chat reinposten. Dass ihr euch da anmeldet und dann kriegt ihr natürlich sofort mit, wenn da was Neues kommt. Ja. Weil je nachdem, wie viel Zugriff dann ist, wenn ihr Angebote habt, ist es ja auch schnell so, dass es dann ausverkauft ist. Das geht manchmal ruckzuck. Geht manchmal schnell. Also das ist ein super Vorteil, Newsletter. Und alle, die noch bei Instagram gerade sind, ist natürlich wichtig, rüberzukommen, Modellbahn, zu Modellbahn Union, zu der Seite und Live-Shopping. Weil so Dinge wie Newsletter und Produkte und Chat vor allen Dingen, wo ihr dann super cool sagen könnt, nee Isabel, das war kein Loch, das war gefälligst ein Triebkopf. Also nimm die Konzentration nochmal zusammen. Genau, das könnt ihr alles im Live-Shopping machen. Ja, das war die erste Generation und wir haben ja gesagt, was für ein großes Glück, dass wir zurzeit alles da haben. Wir können alles anbieten. Jetzt geht's weiter. Wir gehen in die zweite Generation ab 1994, ICE 2. Da steht er auch schon. Auch hier wieder vierteiliges Set von Märklin. Diesmal von Märklin. Von Märklin. Genau. Artikelnummer Märklin 29792. Das war die Nummer vom Startset. Das zeigen wir gleich noch. Hier sind wir jetzt erst beim Start-up. Und das ist Märklin 36712. Kostet anstelle von 249,99 heute 224,99. Baureihe 402 natürlich. 402. Von der DB AG. Genau, der Nachfolger. Also IC 2 logischerweise. Mhm. Habe ich jetzt, sieht ein bisschen komisch aus, wie er hier steht. Ich habe ihn nicht zusammengekuppelt, damit wir beim Setup ein bisschen flotter sind. Kuppelt natürlich schön kurz, wie sich das gehört. Du hast auch Sound drin. Ja. Leicht verkürzt in dieser Ausführung, da sieht man das mit dem Maßstab gerecht und nicht ganz so maßstabgerecht, was aber in diesem Fall vollkommen in Ordnung geht, weil es Start-up-Serie ist und dann auch auf kleinere Märklin-Anlagen fahren soll. Da muss man einen Kompromiss machen. Ja, ja. Und das war jetzt der Zug, der Unterschied zu der ersten Generation ist, dass es eben darum ging, auch kürzere, also Halbzüge fahren lassen zu können, ne? Auf Strecken, die nicht so stark frequentiert sind. Richtig. Wenn du mit dem vollen Zug irgendwo losfährst und splittest du den auf, wir wohnen hier quasi an der Strecke, wo das ist, die Züge in kommen Hamm. Aus Berlin. Genau. Ja, genau, ich kenne es und dann sitze ich in meinem falschen Zug. Das ist schlecht an der Stelle. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Die fahren beide nach Köln, aber der eine fährt halt den Umweg. Links rum und rechts ja, rum, ganz ja, genau, Nord- und ganz Südstrecke. Genau. Und der eine braucht über Hagen dann, glaube ich, ein ganzes Stück länger als ja, der andere. Ja, bin mir genau. Nicht ganz sicher, was schneller ist. Aber ist das denn, es gibt ja noch andere Strecken, wo die geteilt werden. Ja, das, ja, ja, ja. Das gibt es nach Süden runter. Ja. Das gibt es oben im Norden gibt es teilweise auch. Oder dass dann ein Stückchen weiter fährt als Zug. Das Konzept kann man ja ausreizen bis zum Ende. Ja, genau. Also aber hauptsächlich viel auf der Berlin-Hannover-Strecke dann das weiter. Das ist die Hauptstrecke. Genau, wo dann nach Pilotstudien gesagt wurde, ja, wenn man die abkoppeln kann und kleiner machen kann, ist das natürlich ein großer Vorteil. Richtig. Und noch ökonomischer. Ne? Und das sehen wir jetzt hier. Das ist also eine Hälfte, natürlich nochmal verkürzt. Die Hälften sind dann auch noch ein bisschen länger. Und das Besondere ist hier vorne der, was man dann Steuerwagen nennt. Wo du also den Fahrer drin sitzen hast, aber danach können richtig gleich sofort Passagiere sitzen. Das hat dann keinen Motor. Jede Hälfte hat nur einen Triebkopf. Und hier sehe ich auch, hier ist auch das Bordrestaurant mit dabei. Ja, das war hier, das war zweite Generation. Man konnte im Vorbild inzwischen flacher bauen seit der ersten Generation. Klimatechnik und Elektrotechnik. Und deswegen hat das nicht mehr diesen Hubbel, den die ersten hatten. Ja. Was noch als Neuheit auch für das Lima-Modell dann kommen wird. Und beim ICE 2 ist das Bordrestaurant flach. Ja, okay. Und das ist jetzt eben Märklin 36712 für 224,99. Und was ich eben gesagt habe, das Start-Set, das gibt's auch, weil
Das ist dann, ich glaube, ich lasse meine Karte mal hier, weil sonst kann ich das ja gar nicht heben. Wir haben nämlich hier was aufgebaut in dem Regal. Das ist dieses riesige Paket. Da seht ihr das, das digitale Startset. Da ist da noch mehr bei als eben nur das vierteilige Set. Wie ihr seht, sind dann da Schienen bei und eine Steuerung. Und was gibt es da noch alles, Heiko, dazu? Da, also du hast die Steuerung da drin, das ist eine Mobile Control. Dann hast du für die den Transformator, damit du den Strom drauf bekommst. Du hast das Gleisoval und du hast auch den Zug wieder, wie wir ihn gerade gesehen haben, mit Sound und dann natürlich komplett digital steuerbar. Ja, und dann die entsprechenden Schienen. Und jetzt stelle ich dieses Riesenpaket mal wieder zurück, weil dann kann ich euch auch noch sagen, was das kostet. So, auf meinen Karten, meinen klugen, sag ich euch nämlich mal, das kostet, ist zwar 10% reduziert, kostet anstelle von 399 Euro 359,10 Euro. Märklin 29792. So, erste Klasse, zweite Klasse, Steuerwagen, Triebkopf, alles dabei. Und der Dennis zeigt auf. Ich winke einmal. Der Jens es gibt eine Frage. Ja, genau. Der Jens hatte gefragt, ob man noch mal eine Nahaufnahme vom Innenleben des Lima ICE 1 zeigen könnte. Ja, haben wir den noch, Heiko? Klar haben wir den. Den holen wir noch mal raus. Genau. Ja, also das, wenn schon dafür, mal gefragt ist der, wird, dafür ist der Chat ja super. Genau, da ist er. So, dann schauen wir da noch mal in Ruhe rein. Genau, und oben ist halt das Eingesteckte, ne? Ja, das ist natürlich für alle Technik-Freaks ist interessant, das mal aufzumachen und reinzugucken, ne? Und was sehe ich da jetzt nochmal, Heiko? Also du siehst hier die Digitalschnittstelle. Dann hast du hier einen Platz für einen Lautsprecher. Du kannst aber auch den Lautsprecher, könntest du auch hier hinten, wenn du einen größeren machst, einbauen. Dann hast du hier eine Verbindung zu der Beleuchtung vorne im Führerstand, also die roten und weißen Lichter. Und das Gleiche ist nochmal im anderen Triebkopf auch so verbaut, minus den Motor, der hier drunter ist, den wir gar nicht sehen. In Theorie könntest du dir auch zwei Sets kaufen und mit zwei Motoren vorne hinten arbeiten. Ja. Aber also bisher haben wir die Erfahrung gemacht, dass der Zug richtig Wumms hat, was das Ziehen angeht. Also werden ziemlich viele Ergänzungswagen kein Problem sein. Okay, ja super. So, Dennis, was gibt's noch? Die Liliana hat gefragt, ob der Zug auch eine Vorbereitung für eine Innenbeleuchtung hat. Das kann der Heiko direkt. Hat er. Gut, hatten wir das auch. Und der Heiko war schon wie die Heinzelmännchen hier fleißig. Wir gehen nämlich direkt weiter in die nächste Generation. Da steht schon der ICE 3, diesmal von Rocco. Von Siemens gebaut, ne? Aber in Modellbahn. Niveau auf von Rocco, von der Firma. Das wäre was, wenn Siemens Modelle bauen würden. Also der ICE Velaro hieß er ja. Velaro, also Velaro. ICE 3.5 quasi. Das ist so das Facelift vom ICE 3 gewesen. Der, und die, vorne die Umweltversion mit dem grünen Streifen. Das ist das aktuellste vom Marketing von der DB mit dem Klimaschützer. Ist ja von der Aussage her auch nicht zu bestreiten. Ja, absolut. Und wir sehen jetzt hier das Set. Auch wieder vierteilig. 72094 ist die Version Gleichstrom analog. Ja. 72005 digital Sound, also immer Rocco vorneweg. 72095 mit Sound. 78095 ist dann Wechselstrom digital mit Sound. Preise wie folgt. Analog kostet anstelle von 446,90 Euro 402,21 Euro heute. Die Lok ist aber digitalisierbar, wenn ich möchte. Schnittstelle, genau. Ja, für 39,99 Euro. Kann ich dann auswählen, wenn ich das Ganze... Ja, einfach den Servicehaken anklicken. Ja, genau. Und digital mit Sound kostet heute 516,72 Euro anstelle von 614,90 Euro. Und die Wechselstrom-Digital-Sound-Variante kostet anstelle von 646,90 Euro 543,61 Euro. Also das ist auch ordentlich am Preis geschraubt. Und übrigens, apropos Preis, Produkte, Chat und so, wer Instagram, ne, schnell rüberkommt zu unserer Webseite modellbahnunion.com zum Live-Shopping, dass ihr richtig, dass wir wollen euch mit uns und wir wollen uns mit euch unterhalten. Da, genau. Da. Also einfach mal rüberkommen noch, ja? Gut. Was? ICE 3. Das heißt, der wird noch mal schneller. Der wird noch mal schneller. Regelbetrieb 300 bis 320. Mhm. Ich hatte tatsächlich schon den Spaß, nach Stuttgart runterzufahren mit 320 auf der Strecke zwischen Köln und Frankfurt. Ja, ich fahre da auch, also super. Das macht schon richtig Laune, wenn man da drum sitzt. Ja. Und muss man immer Druckausgleich machen. Ja, das stimmt tatsächlich. Das sind 100 Leute rauf und runter. Und in diesem Fall auch eine total tolle Modellumsetzung, finde ich. Ja. Mit den ganzen Details, diese Züge haben ja eigentlich gar nicht viele Details, weil die so stromlinienförmig sind. Aber das, was dann da ist, echt toll gemacht. Die Bedruckung ist echt super. Man hat hier zwei verschiedene
Pantographen, ich weiß nicht, ob das eingefangen werden kann überhaupt, einer Deutschland, einer Schweiz, beziehungsweise auch Frankreich, bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Weil so wie er hier steht, kann er auch nach Frankreich fahren. Super. Und er kann eben, ist variabel in technischen Voraussetzungen und mit den Systemen. Da brauchst du verschiedene Signalsysteme, Zugsicherungen und Stromabnehmer und sowas. Und die Züge müssen das alles haben, damit sie ins Ausland fahren können. Und je mehr Ausland, desto komplizierter. Und in diesem Fall ist das dann die Version, die für Frankreich und solche Geschichten geeignet ist. Ja. Und dann von Stuttgart, glaube ich, nach Paris fährt. Ja. Und hier gibt es die Zwischenwagensets schon. Hier gibt es sie. Hier gibt es sie in ganz vielen Ausführungen. Hier gibt es sie mit Innenbeleuchtung, ohne Innenbeleuchtung, Gleichstrom, Wechselstrom, mit verschiedenen Betriebsnummern. Ich gehe mal kurz rüber und zeige euch diese ganzen Sets. Wo haben wir sie? Das ist das Vierer, ICE 4, genau. Wo sind sie denn? ICE 3? Irgendwo sind sie. Heiko, oder habe ich mir die irgendwo anders hingestellt? Hast du deine Ausstellung vergessen? Ich finde sie nicht. Da natürlich Rocco. Meine Tomaten auf den Augen, ne? Wald vor lauter Bäumen nicht. Also das ist jetzt, da sind in den Zwischenwagensets sind immer zwei Waggons drin. Wie gesagt, es gibt Rocco 72096, 72097, das ist dann mit Innenbeleuchtung. 098 und 099 sind dann verschiedene Betriebsnummern nochmal alternierend. Und mit Wechselstrom ist die Artikelnummer Rocco 78096. Wechselstrom kostet 202,41 Euro anstelle von 224,91 Euro. Und die Gleichstromvarianten kosten ohne Licht 152,92 Euro und mit Licht 202,41 Euro. Genau, alles reduziert, immer so um 10% circa. Das heißt, da kann ich mir einen richtig langen Zug bauen, Heiko, oder? Du kannst es vorbildgerecht machen, bis hoch zu den 8. Du kannst zwei Stück zusammenfahren lassen, das gibt es im Original auch. Dann bist du wieder bei 16. Mhm. Was hatten wir vorhin? 4,20 Meter bei 14, sind wir also nochmal 50 Zentimeter mehr da hinten dran. Ja, brauchst schon ein bisschen Platz, aber das geht. Es geht. Das geht. Genau. Ja. Also wenn ich da Lust drauf habe. Für dein Modultreffen auf der Messe oder so. Ja. Wenn unsere Anlage mal größer wird irgendwann. Ja, das war ja der Plan. Das ist der Plan, genau. Das ist immer noch ein Stück. Wir müssen dann das Studio erweitern. Und gucken, wo wir hier zwischen den Regalen noch weiterfilmen vielleicht. Kriegen wir hin. Genau, also das ist das Rocco-Set. Ihr seht, wir haben hier einiges aufgebaut, dass ich mich ist schon hier vor lauter Aufregung das Rocco-Set gar nicht mehr finde. Denn der Rest kommt natürlich auch alles. Das ist immer nur so eine kleine Vorausschau. Ne? Also ICE 3. Weiter geht's in der Zeit. Gehen wir erstmal in der Zeit. Oder willst du erst historisch zurückgehen? Nein, wir gehen erst in der Zeit. Ja? Komm, wir gehen erst in der Zeit. Also ihr habt jetzt schon mal so einen kleinen Appetithappen bekommen. Aber ICE 3 und wir haben ja gesagt, wir haben alle Baureihen da. Das heißt, ICE 4 haben wir natürlich auch. Der passt aber gar nicht komplett, das Set passt gar nicht das komplett wird auf unsere Schiene. Echt ne? kompliziert. Ja. Weil der ICE 4, den gibt es von Märklin oder von Trix. Also Wechselstrom natürlich Märklin und Trix in der Gleichstromvariante. Und das ist ein Set mit drei Waggons? Und fünf Waggons? Ja, also wenn man die Triebwagen... Ach so, nein, das ist ja jetzt ein Triebzug. Ja. Und bei Triebzug hast du den Antrieb unten im Boden. Mhm. Das heißt, alles, was man hier sieht, also die vorderen Wagen meistens nicht beim ICE oder beim ICE 4 nicht, bei anderen Zügen manchmal ja, manchmal nein, sind dann nicht angetrieben. Aber ansonsten sind die ganzen Räder, die du bei so einem Zug siehst, sind alle angetrieben. Ja. Und da reicht unser Diorama jetzt nicht mehr. Jetzt reicht unser Diorama nicht mehr. Ich nehme mal noch den letzten. Den letzten, der kommt nach hinten. Also ICE 4, Baureihe 412812. Märklin 39714, das ist die Wechselstromvariante. Kostet anstelle von 819 jetzt bei uns im Live-Shopping 737,10 Euro. Wer das Ganze für Gleichstrom benötigt, der nimmt Trix. T22971 kostet anstelle von 799 719,10 Euro. So, das heißt, das ist jetzt das künftige Rückgrat unserer Fernverkehrsflotte. Im Moment das aktuellste, was wir haben, genau. Auch ja. Schon sehr weit verbreitet auf den Schienensystemen. Mhm. Also auch den siehst du hier bei uns vor der Tür jeden Tag mehrfach vorbeifahren. Mhm.
Und die fahren in allen möglichen Kombinationen, achtteilig, zehnteilig und so weiter und so fort. Ich habe auch schon seit 2017 zwölfteilig, dann irgendwann 2020 mal siebenteilig, 13-teilig soll er auch rumfahren. Und eben diese mehreren eigenständig angetriebenen Wagen, die über die Zuglänge dann verteilt sind auch. Jetzt ja, hier im Prinzip ist, jeder, ist jedes Drehgestell ein eigener kleiner Antrieb, also beim Original. Hier ist es jetzt in einem Mittelwagen eingebaut. Und dadurch bist du flexibel, weil du das auseinandernehmen kannst. Du hast eine Wahnsinnsbeschleunigung, weil es ist wie Allrad beim Auto. Ne? Je mehr Räder angetrieben, desto mehr Grip. Ja, ja. Und insofern kann der Zug dann auch richtig Tempo machen, auch sehr schnell auf Tempo kommen. Das ist der Zaubertrick, wodurch man die Strecke beschleunigt. Und wer schon damit gefahren ist, wird, denke ich, bestätigen können, der Fahrkomfort ist ziemlich super. Ja, ja, super. Hat auch und ist ein super Fahrkomfort, ist schnell. Und sieht natürlich auch toll aus, hat mehrere Awards auch bekommen im Original. Ne? German Design Award 2016, stimmt, ja. Red Dot Design, also 2015. Genau, und man kann das eben variieren, alles realitätsgetreu, 5 bis 14 Wagen. Das ist das Schöne an diesem Modell tatsächlich, dass wenn man sich einen Fünfteiler oder einen Siebenteiler kauft, dass das nicht so uferlos groß wird, aber es ist korrekt, so wie es die Vorbildsituation hergibt. Ja, aber wie man sieht, man braucht jetzt schon... Ja, also per bisschen Platz braucht bisschen man. Bisschen Grundplatz muss man haben, ja. Das stimmt allerdings. Ja, und auch dafür gibt es, also wenn man jetzt sagt, fünf reichen mir nicht, wir wollen noch mehr Teile haben, dafür gibt es hier Ergänzungssets. Gar kein Problem. Wir gehen nochmal kurz eben rüber, weil wir haben zum einen hier, das war jetzt Märklin, die Wechselstrom-Variante. Wir haben hier, seht ihr mal, alles aufgebaut. Da haben wir sowohl die Trix-Gleichstrom-Variante, genau, die Märklin-Wechselstrom-Variante haben wir ja gesehen. Das ist die Trix-Ecke quasi. Und wenn wir jetzt hier vorgehen, dann kommen wir zur Märklin-Ecke. Das sind nämlich hier unsere beiden Modelle. Also das Grundset mit den fünf. Und dann gibt es eben jeweils die Ergänzungswagen-Sets zum ICE4. Und von Märklin ist das die 43724. Und von Trix Ergänzungswagen-Set T23971 für Gleichstrom dran. Kosten beide 323,10 € anstelle von 359 €. Es gibt aber alternativ auch einen einzelnen Ergänzungswagen von Trix mit der T23972, kostet 98,10 € anstelle von 109 €. Also hier könnt ihr euch echt austoben. Wir sehen das jetzt hier so die verschiedenen Generationen auch stehen. Hier, das war ja unser ICE2, das Starter-Set mit den Schienen. Hier sind wir jetzt beim ICE4. Und ich finde das einfach großartig, so. Es ist ja jedes Mal für mich auch so eine Entdeckungsreise durch die Eisenbahngeschichte. Ist ja auch echt eine lange Fahrt, lange Periode jetzt schon, wenn wir gleich noch zu aus dem Auslandszügen kommen, ne, wann da schon Rekorde gebrochen wurden und alles. Und bei uns, ja, Generation 4 und den ICE 3 gibt es sogar zweimal, also sind wir schon, naja, theoretisch bei einer fünften, wenn man das so sehen möchte, ne, je nachdem, wie man es nummeriert. Ja. Ja, und es ist auch noch nicht das Ende. Nee, da kommt noch einiges, ne? Genau. Wenn sie irgendwann, es gibt ja öfters Lieferprobleme, aber hier haben wir jetzt eben gerade keine Lieferprobleme bei den Modellbahnen. Also in der Realität sind aufzukommen, okay. Ja, super. Mehr Züge würden nicht schaden wahrscheinlich. Ja, und mich würde natürlich interessieren, also ihr habt ja schon ein paar Fragen gestellt, aber wie sieht das denn, also habt ihr schon Hochgeschwindigkeitszüge oder werdet ihr jetzt inspiriert und legt euch vielleicht noch welche zu oder wie sieht das aus? Also schreibt da gerne mal dem Dennis und dem Thomas und teilt uns das mit. Ansonsten aktuelle Fragen, Dennis? Aktuell keine Fragen, aber es wird sich fleißig ausgetauscht. Und jetzt kam schon die Idee auf, ob man einen virtuellen Stammtisch in die Welt rufen könnte. Wir haben gesagt, wir geben die Idee mal gerne weiter. Also es wird sich untereinander geholfen. Es macht heute Spaß im Chat. Also wenn Fragen sind, werden sie auch direkt beantwortet. Ah ja, also ihr habt gar nichts mehr zu tun quasi. Unser Job wurde uns weggenommen. Also. Ja, das ist doch super. Das hat sich ja so über die letzten, ich meine, wir sind jetzt bei der 8. Ausgabe unseres Live-Shoppings hier im Modellbahnunion in Kamen. Und ich habe, diese Community baut sich immer mehr auf. Ne? Und es sind die Namen, die wir alle schon kennen. Und wir haben auch beim Sommerfest ein paar Fans und Lena zum Beispiel ganz live kennengelernt. Ja. Das war super schön. Das ist ja genau das, wie es sein soll. Genau, und das ist auch, warum wir es machen, dass man sich austauscht, dass man auch mal Detailaufnahmen sieht, also nicht in der Verpackung, sondern aus der Verpackung noch mal ranzoomen kann, Fragen stellen kann. Dafür sind wir da. Ja, und wer da mitchatten will und auch bei Instagram ist, der geht natürlich mal schnell rüber. Wenn ihr dann bei uns seid, bei modellbahnunion.com im Live-Shopping, dann habt ihr ja immer
unten rechts, wenn ihr das Handy zum Beispiel hochkant habt und ihr seht die Produkte nicht, gibt es dieses Kacheldesign, da könnt ihr drauf tippen. Dann seht ihr alle Produkte und die genauen Details und könnt, wenn ihr wollt, natürlich auch direkt kaufen in unserem Live-Shopping-Kanal. Ihr müsst also nicht extra zurück in den Shop gehen. Und dann ganz, ganz wichtig, unten links, da ist das der Pfeil zum Chatten. Damit ihr mit euch untereinander chatten könnt, damit ihr mit uns chatten könnt. Ihr müsst einmal euren Namen eintragen und dann geht das Ganze los. Auf dem Tablet, auf dem PC seht ihr sowieso meiner Seite die Produkte, da ist das nochmal einfacher. Aber ich glaube, das ist fast selbsterklärend und wir freuen uns, wenn dann ganz viele dabei sind und mitfiebern und sich austauschen und nochmal neue Experten. Sind ja alles Experten irgendwie. Alle. Nicht nur hier ihr Modellbahner und Modellbahn-Unioner, sondern wer sich mit Modellbahn beschäftigt, der steigt ja meistens tief ins Auf Thema jeden ein. Fall. Ne? Ja. So, und wir waren jetzt quasi Ende 20. Jahrhundert, Anfang 21. Jahrhundert, richtig? Nein, beim ICE4 waren wir schon heute. Genau. Ja, Anfang ist ja 2020, ist dann für mich noch Anfang 21. Ja, Jahrhundert. Mach uns nicht älter, als wir sind. Ja, genau, Entschuldigung. Genau, also das heißt, wir sind, jetzt habe ich was umgeschmissen, egal. Alles gut. Alles gut. Haben 1990 angefangen und sind jetzt bis heute. Bis heute. Bis 2022 gegangen. Aber wir wollen natürlich auch mal so ein bisschen zurückblicken, wo das alles herkommt. Ja. Schienenzeppelin. Ich habe mal extra noch den neuen hier stehen lassen, damit man mal so einen kleinen Vergleich hat. Wenn du mal drüber nachdenkst, so weit ist das mit der Form gar nicht auseinander, ne? Immer nee, noch so. Stromlinienförmige. Die Fenster so an der Seite und alles. Ist weiter da, der Schienenzeppelin hier von Märklin mit der Artikelnummer Märklin 39777 aus den 30er Jahren. Also man sieht auch sehr stylisch, Art Deco lässt grüßen so ein bisschen, ne? Ja, hat irgendwas damit zu tun, ja. Zeppelinbau. Zeppeline waren ja, also die fliegenden Dinger waren ja gerade ganz groß und der Ingenieur, wie ist er noch, Franz Fruckenberg hat das Ding gebaut, der hatte auch was mit Zeppelinen zu tun. Ja. Und das war dann so Leichtbauweise aus dem Flugzeugbau, da ist auch ein Flugzeug oder so ein Zeppelin-Motor drin gewesen, ja, in dem echten Schienen-Zeppelin. Und daher kam so diese Idee, Luftfahrt auf die Schiene zu bringen. Super, der sieht super schön aus. Wir haben ein paar Filmaufnahmen davon, ein paar Details. Ich glaube, die gucken wir uns auch noch mal an, weil die sind so schön geworden. Da sehen wir ihn jetzt nämlich ganz nah, weil da sieht man nämlich auch noch mal, da ist ja auch noch was, das Innenleben hat es ja auch in sich quasi, ne? Ja, die Leute auf der Testfahrt. Wann wahrscheinlich? Oder auf irgendeiner Vorführfahrt. Also wirklich eine absolute Schönheit. Kostet anstelle von 329 Euro 259,99 Euro, also minus 20%. Und es ist ja auch hier von Märklin eine einmalige Serie. Ja, das ist ein altes Märklin-Modell. Das hat Märklin schon ganz lange im Programm und das ist hier jetzt aufgemöbelt worden und auf dem aktuellen Stand der Technik gebracht. Also wenn man jetzt gerade diese Inneneinrichtung sieht, früher war das alles voller Motor bei dem Modell. Ja. Und das hat man jetzt natürlich schöner und schicker gemacht. Vorne gibt es auch den Lokführer, den ich sehe. Lokführer sitzt jetzt drin. Ja, und das Besondere, was das Modell dann noch kann, das können wir ja zeigen. Oh ja, jetzt wollen wir mal was fahren sehen. Und was denn noch? Jetzt kommt die absolute Begeisterung. Ich bin jetzt auch gleich mal ganz still, weil der Sound, ja, es geht. Wir haben erstmal so Lichteffekte und solche Sachen, aber das Tollste ist tatsächlich, wenn du ihn in Betrieb nimmst. Also das ist schon großartig. Geil, um es mal auf den Punkt zu bringen. Großartig. Er hat erst ein bisschen Anlassprobleme. Ja, ein bisschen durchlaufen, vorglühen. Bisschen warm laufen. Aber wir können dann noch Licht anmachen, wir können die Innenbeleuchtung anschalten. Und los geht's. Das war die Hupe. Die Hupe. Jetzt haben wir die Innenbeleuchtung, dann können wir noch den Führerstand beleuchten. Und das Problem ist, dass wir jetzt hier exakt 50 cm Strecke haben und deswegen nicht Gas geben können. Aber es geht los. Da fährt er. Und das Tolle ist, wenn du ihn dann rückwärts fährst, ja. Das ist über irgendeinen Hilfsantrieb gegangen. Da geht der Propeller dann aus. Ey. Toll. Könnte ich hier stundenlang zugucken. Aber ich glaube, das geht allen Modellbahnern so. Ne? Einfach stundenlang das zugucken. Dazu, ja. Super Modell. Absolute Rarität. Wie gesagt, 20% reduziert, 259,99 Euro.
Ein Zug aus den 30er Jahren, Hochgeschwindigkeitszüge, so hat alles angefangen. Damals der schnellste Zug der Welt. Ja. Und das über mehr als 20 Jahre lang den Rekord gehalten. 230. Ja, Wahnsinn. Und das zu der Zeit war das schon, ja, da ist ein normaler Zug so 100 gefahren, wenn man Glück hatte. Ja, das ist die Großmutter der ICEs. Ja, und designmäßig. Designmäßig geht es in dieselbe Richtung. Sehen Sie Oma heute noch ähnlich. Nur, dass sie nicht so einen wunderbaren Propeller hinten dran haben. Allerdings. Gut, das heißt, wir sind jetzt ein bisschen zurück in die Zeit gereist. Und jetzt reisen wir weiter. Wir waren in Deutschland, 90er Jahre bis heutzutage. Dann sind wir ein bisschen Zeit zurückgereist. Und jetzt reisen wir ein bisschen ins Ausland. Ein bisschen voraus. Ja? Das heißt, wir schauen auch mal auf unsere Nachbarstaaten und starten mit Frankreich. Und da haben wir euch hier das wunderbar in die Vitrine gebaut, die ich jetzt einmal öffne. Und los geht's nämlich hier mit unserem TGV Südest von Jouef mit der Artikelnummer 2412. Das heißt, es ist das, was ihr hinten dran seht, dieses Viererset mit den zwei Waggons und den zwei, was ist es jetzt, Triebwagen? Triebköpfe. Triebköpfe. Triebwagen, wenn der Motor unten drunter ist, Triebkopf, wenn er in einem so einem... Die Triebköpfe, genau. Gleichstrommodell. Das ist das Set, was noch einmal da ist. Ist das richtig? Das ist exakt einmal da. Ja, also genau. Also wer jetzt am schnellsten ist, am schnellsten zuschnappt, der kann das noch bekommen. Ja. Also wir machen keinen Witz. Eins noch da. Wir hatten in der Vorbereitung noch einige Fehler, aber sie gingen ganz hervorragend weg. Und das ist jetzt das, was das ist das, was hier in der Vitrine steht, was nach Hause kommt. Das ist exakt das, ja. Also wer will, Heiko kann auch unterschreiben, Signatur machen oder was auch immer. Wir auch noch, Müsstet ihr nur per Chat mitteilen, was ihr genau bei diesem Set haben wollt. Das kommt zu euch nach Hause für 449,90 €. Anstelle von 499,90 €. Letztes Set, Gleichstrom von Jouef. Hier vorne seht ihr das Ergänzungswagen-Set. Da gibt es noch ein paar mehrere, richtig? Ein paar mehr, ja. Und das ist... also wir haben ja immer Schnäppchen. Das ist auch ein, also das richtige Schnäppchen kommt gleich noch, aber ich denke ja die ganze Zeit, wir haben ja die ganze Zeit nur Reduzierungen und Schnäppchen. Ja, schlecht sind wir nicht. Wir müssen eigentlich ständig diesen Jingle einspielen, aber das richtige große Schnäppchen kommt noch. Aber auch dieses Dreier-Set hier, Ergänzungswagen-Set für Gleichstrom, ist reduziert. Kostet nämlich jetzt 30% weniger, anstelle von 189,90 € 132,93 €. Artikelnummer HJ3011. Das heißt, da habe ich nochmal drei Waggons. Zweite Klasse zweimal, einmal erste Klasse, die ich dann dazwischen schalten kann. So, das ist der TGV Südest, das ist der erste TGV. Das richtig, war der Heiko? Erste Serien-TGV, ja. Und dieses Modell, wie es da steht, in dieser Lackierung war 1981 dann der schnellste Zug der Welt, steht hier auf dem dezenten Schild, das kommt übrigens mit zum Zug dazu. Ach, tatsächlich? Die Plakette, ja, die Nachbildung der Originalplakette auf dem Zug. Ah, oh, toll. 380 Sachen von Paris nach Lyon. Super. Und hatte seine Jungfernfahrt am 26. Februar. Nee, das war die Weltrekordfahrt. Ach, also okay. Kurz danach begann der Serienbetrieb. Aber da haben sie den neuen Weltrekord für Schienen aufgestellt. Und das kommt in groß oder in klein? Weil hier ist es ja auch in klein. Das kriegst du in beiden. Und das ist ein Pin. Den ein kann Pin. Ich mir dann den an die du dann Kleidung als machen. Als stolzer Besitzer des Zuges gehst und sagen, du hier, ich bin 380 Kilometer schnell. Sieht man's? Ja. Also diese kleinen Details, das macht schon Spaß, ja, auch. Ne? Also auch es macht insgesamt sehr viel Spaß. Ist auch Spaß. Schick verpackt und all sowas. Ja, super. Finde ich, das gehört dann auch dazu bei solchen Sachen. Ja, also TGV der ersten Stunde. Und wir haben aber noch mehr TGV. Wir bleiben noch ein bisschen in Frankreich. Und da seht ihr nämlich hier unten zwei Etagen tiefer. Das ist der TGV Euroduplex SNCF für Wechselstrom, digital mit Sound. Auch hier 35% reduziert für das vierteilige Set. Kostet nämlich nicht mehr 551,50 €, sondern jetzt 358,16 €. Auch hier haben wir zwei Waggons und zwei Triebköpfe. Ich frage jetzt immer erst nochmal, bevor ich wieder das Falsche sage. Genau. In Wechselstrom. Mit Sound. Mit Sound. Digital mit Digital Sound. Mit Digital Sound. Mit Sound. Und einmal gibt es das Ganze noch in Gleichstrom. Ja, ist schlimm bei uns heute. Ja. Einer ist tatsächlich noch da. Also dieses Viererset gibt es noch. In normal Gleichstrom. Ja. In normal nochmal Gleichstrom. Also wer da zuschlagen will, dann bitte beeilen. Dazu gibt es auch Ergänzungswagen. Also das ist dann ein Ergänzungswagen mit HJ3004 für 65,70 € anstelle von 72,99 €. Das ist jetzt alles Jouef.
Und ihr seht, wir haben hier noch mehr Juev stehen. Weil wer das ein bisschen einfacher von der Technik haben will, es gibt die Junior Line von Juev. Dieses große Paket, das ist eben auch der TGW Euro Duplex. Mit einem Trafo, mit einem Schienenkreis. Ja. In einer ja, etwas einfacheren, wobei ich das jetzt, also es ist schwierig zu sagen, was jetzt einfacher ist. Er ist nicht, hat nicht so aufwendige Inneneinrichtungen oder Beleuchtung und irgendwas, aber als Modell jetzt auch gar nicht schlecht. Ja, mit der Artikelnummer HJ1061 für 103,05 €. Und das, denke ich, ist ein cooler Preis. Ja, ja. Und wir sind aber noch nicht fertig mit dem TGW Euro Duplex, weil wir haben jetzt Juev gesehen. Es gibt das Ganze aber auch von Märklin, richtig? Und das hier hat das Einzelmännchen Heiko jetzt auch schon wieder aufgebaut. Da sehen wir das nämlich. Jetzt können wir es dann nochmal ganz in Ruhe betrachten. Mit den Doppeldeckern natürlich schon und vierteiliges Set mit zwei Triebköpfen. Da träumst du heute Da werde ich heute noch von träumen, ganz genau. Und in zwei Waggons. Das hat jetzt die Artikelnummer Märklin 37793. TGW Euro Duplex SNCF, also französische Bahn, ganz klar, kostet auch, ist auch reduziert, anstelle von 709, 638,10 € für Wechselstrom. Für Wechselstrom. Es gäbe das auch von Trix mit Gleichstrom. Aber klar gibt es das von Trix. Trix T22381, ebenfalls für 638,10 €. Ja. Ich wechsle mal die Seiten. So, Doppelstark, Stockübergangswagen, die beiden Triebköpfe und ansonsten, was gibt's? TGW, der ist von Paris nach... Der fährt in dieser Zusammenstellung fährt er von Paris nach Deutschland, der fährt aber auch von Paris nach Barcelona zum Beispiel. Mhm. Also dieser Euroduplex, da hast du auch hier wieder diese Sache mit diesen zwei verschiedenen Stromabnehmern, was wir gerade beim ICE auch hatten, ne? Ja. Mehr Systemzug. Und bei dem, also jetzt hier, weil bestimmt die Frage aufkommt, wo ist der Unterschied zum Juev-Modell? Das Märklin-Modell hat noch einen anderen Sound wieder eingebaut, also anders aufgenommen, hat einen MFX-Decoder, das ist, wenn du ein Märklin-Digitalsystem hast, ist das für dich spannend. Und du hast Innenbeleuchtung und leitende Kupplung, das heißt, du hast eine Stromabnahme überall. Also nochmal so ein Upgrade obendrauf. Ja, und auch hier gibt es verschiedene Ergänzungswagen-Sets dazu. Es gibt Z1. Mit 43423 Artikelnummer, kostet 197,10 €, 219,90 €. Mit den roten, mit der roten Lackierung. Das ist erste Klasse. Genau. Mhm. Und es gibt das Set 2 mit der türkisen Lackierung, das ist dann die zweite Klasse. 43433. Da kommen dann auch zwei Waggons mit im Set nach Hause, kostet ebenfalls 197,10 € anstelle von 219,90 €. Von Märklin, von Trix. Eben für Wechselstrom und Gleichstrom alles zu haben. Ja, immer darauf achten, weil in diesem Fall, meistens kann man Märklin und Trix die Achsen wechseln und ähnliche Dinge. Das ist hier ein bisschen kompliziert, weil die Räder mit der Stromaufnahme nicht so einfach austauschbar sind und die Digitaltechnik das ja braucht, diese leitenden Räder und das alles. Und deswegen hier darauf achten, dass man das passende Set vom passenden Hersteller nimmt. Ja. Märklin für Wechselstrom, Trix für Gleichstrom. Trix für Gleichstrom, genau. Und wenn ihr aber TGW Euro Duplex eingibt, dann find ich ja auch alle Modelle von Märklin und von Trix und alle Ergänzungswagensets. Haben wir damit verlinkt, genau. Ja, genau. Und das, der Dennis hat das ja auch immer angepinnt. Apropos Dennis, wie sieht's aus mit der Hochgeschwindigkeit im Ausland? Wie ist die Resonanz? Große Resonanz. Es wird auch viel diskutiert. Es kamen gerade auch noch Fragen zum Zeppelin, ob der alleine fuhr. Ja, er fuhr nur alleine, das kann man so sagen. Also da gab es jetzt keine Waggons, die noch hinten dran gepackt werden können. Es kam jetzt noch eine Frage auf zu dem Lima-Zug, also den ICE 1. Ob die Ersatzteile zur Motorisierung schon verfügbar sind. Da würde ich einmal an Heiko weitergeben. Ich weiß nicht, ob... Also ob das offiziell so vorgesehen ist, das kann ich gar nicht sagen gerade. Das wäre eine Frage, die wir mal an Hornby weitergeben müssten. Also einfach mal eine E-Mail an... Also ein Ersatzteil bestellen auf Basis des Blatts, was dabei liegt. Das sollte machbar sein, behaupte ich jetzt einfach mal. Ob es die schon so gibt oder ob das erst nachgereicht wird, wenn mehr Sets kommen, dann müssten wir fragen. Aber dann uns eine E-Mail schicken. Ich schreibe einmal noch mal die E-Mail-Adresse rein, dann leiten wir es auch an unsere Technikabteilung weiter. Ja, wunderbar. Und dann wird die Frage auch schnell geklärt. Und dann möchte ich, bevor wir sind noch nicht ganz fertig mit den ausländischen Hochgeschwindigkeitszügen, aber zwischendurch möchte ich einmal kurz noch mal auf unsere Webseite gehen. Jetzt hatte ich hier zwischendurch noch mal geguckt wegen Prospekten. Genau, da sind wir nämlich auch beim ICE 1. Wenn gleich unser Live-Shopping zu Ende ist, dann könnt ihr natürlich jederzeit auf unserer Website euch die Produkte hier angucken
und nochmal nachlesen und natürlich auch in den Warenkorb geben. Also hier zum Beispiel, wenn ich mich für den ECR1 entscheide, da gibt es ja dann nochmal die Möglichkeit, das Ganze digitalisieren zu lassen, wenn ihr wollt. Das könnt ihr dann hier anklicken. Ich mache es jetzt mal ohne, gebe es einfach einmal in den Warenkorb. Und dann ganz, ganz wichtig, wenn ihr dann euren Einkauf beenden wollt und alles habt, was ihr braucht, bevor ihr zum Bezahlen geht, nicht vergessen, es gibt ja immer dieses ganz Besondere hier bei Modellbahn Union, dass es immer Gratisartikel, also Bonusartikel gibt. Das heißt, immer ein Geschenk bei jeder Bestellung. Da nämlich einfach mal draufklicken und dann könnt ihr hier auswählen aus ganz vielen Artikeln, immer abhängig von eurem Einkaufswert, den ihr gerade da im Warenkorb habt. Was suche ich mir denn mal aus? Keksdose, nö. Es gibt hier Achsen für einen Knickkesselwagen. Ach, guck mal, Mauerplatten, das ist doch toll. Dann nehme ich das mal. Das kann ich mir jetzt aussuchen, richtig? Nee, so weit bin ich noch nicht. Doch, ich nehme mal die Mauerplatte hier. Genau, zack, ist sie in meinem Einkaufskorb, Einkaufswagen. Dann gehe ich wieder zurück in meinen Einkaufswagen und sehe dann meinen Warenkorb. Hier ist der IC1 und da ist auch die Mauerplatte mit drin, 0 Euro. Und dann kann ich ganz normal zu allen Bezahlprozessen gehen. Genau, das geht also auch, wie gesagt, nach 19 Uhr noch, wenn wir hier raus sind aus dem Live-Shopping. Müsst ihr keine Sorge haben, dass ihr da nichts mehr ergattern könnt, weil oft ist es ja so, dass man hier während der Sendung die ganzen Fragen stellt und erstmal guckt und so. Ihr könnt natürlich jederzeit die Sendung auch nachschauen. Alle Sendungen, die wir hatten auf der Seite von Modellbahn Union, die Sommerfest-Sendung könnt ihr sehen, immer alles gerne. So, aber ich habe ja gesagt, wir sind noch nicht fertig, sondern wir reisen jetzt nach Spanien. Espanien, richtig? Sí. Elektrotren. Elektrotren, die besondere Auflage zu 75 Jahre von der spanischen Eisenbahngesellschaft. Ja, von der Staatsbahn. Genau, das heißt, das ist jetzt unser Set, was es wiederum analog für Gleichstrom gibt, mit Sound und auch mit Wechselstrom. Nee. Hast du mich erwischt? Nein, nein. Genau, es gibt, also Gleichstrom ist Elektrotren E10201, DC Analog, kostet 242,91, auch hier wieder 10% günstiger. Mit Sound ist das die 10201D, das ist dann 283,41 € anstelle von 314,90. Und dann gibt es noch eine Variante E10201S mit Sound S. 114 Jahre für 378,63 €. Genau. Das sind deine Möglichkeiten. Das genau. Sind die Möglichkeiten. Und hier bekomme ich auch wieder ein vierteiliges Set. Ja, genau. Das ist ein Talgo in dem Fall. Talgo ist ein spanischer Hersteller für Hochgeschwindigkeitszüge und Schlafwagenzüge. Das hier ist der S114. Der ist was Besonderes. Das ist so ein bisschen wie ICE4, kann auch auf ausgebauten Strecken fahren, also braucht nicht eine reine Hochgeschwindigkeitsstrecke und kann selbst auf einer abgegradeten alten Strecke auch schon 250 fahren. Fuhr in Spanien gab es früher Breitspureisenbahnen und die haben viele Strecken umgebaut auf die Spur, die wir auch haben. Und das ist dann einer von den Zügen, die darauf angesetzt werden. Genau, das heißt, was wir jetzt hier sehen, ist der S114 75 Jahre Jubiläum. Ja, wir haben auch andere Varianten, die der mit der im Onlineshop. 10201S für 378,63 €. Genau, das ist dieser hier. Ja. Genau, das ist der ganz besondere, der schönste von allen natürlich. Spanien. Elektrotren. Und nebenan, Italien, hätten wir auch noch eine Kleinigkeit. Die haben wir hier an der Seite aufgebaut. So ganz kurz mal zum Zeigen, weil für die Kleinen muss ja auch immer was dabei sein, Heiko. Ne? Das stimmt. Das heißt, wir haben hier so ein tolles Set für die Kleinen. Kostet nämlich nur 27,91 €. Und das ist, jetzt geht's mit den Erst los, Dennis. Das heißt, unser, wie heißt es, wie spreche ich es aus? Chiarossa. Wir sagen jetzt mal ja. Ja, wir sagen mal ja, genau. Von Lima, HL1403A und Trend Italia 27,90 €. Da ist ein batteriebezogenes Set. Das heißt, ich drehe euch das mal um. Ihr bekommt eben den Zug mit den drei Teilen. Dann gibt es aber auch einen Tunnel. Es gibt die Schienen dazu. Einen kleinen Bahnhof kommt damit dazu. Und dann so ein paar Signalpfähle, also ganz süßes Set so für die Kids zum Starten, finde ich. Und da sind wir eben nach Italien gereist. Das nur ganz kurz als Hinweis, dass es das noch gibt in dieser großen Box. Und jetzt last but not least
kommen wir zu einem Land, wo Heikos Herz besonders höher schlägt. Wir reisen nach Great Britain. Ja, der innere Nerd muss befriedigt werden. Ja. Dafür ist dieser Zug perfekt. Ja, der auch nicht mehr ganz drauf passt. Ne? Der auch nicht mehr ganz drauf passt. Die Class 370, Class 370 von Hornby. R3873. Ja, das ist der APT, heißt das Ding. Advanced Passenger Train. Mhm. Das haben die Engländer Ende der 60er bis Anfang der 70er konstruiert. Da wurden Prototypen-Sets von gebaut. Das ist leider nie in Serie gegangen, so wie es ist. Da sollte auf englischen Strecken, die unglaublich eng, unglaublich kurvenreich und so weiter sind, sollte das Tempo erhöht werden. Mhm. Und da man die Strecke nicht ausbauen wollte, konnte, hat man einen Zug gebaut, der damit fertig wird. Mhm. Das kann man im Modell jetzt hier schlecht zeigen. Er kann das aber im Modell tatsächlich. Er kann sich in die Kurve legen. Ah. Wenn er in Kurven fährt, legt er sich in die Kurve. Ich glaube es nicht, dass das... Also man sieht es ansatzweise, dass sich das Drehgestell dann so nach links und rechts bewegt, wenn man ihn bewegt. Der Zug hat auch eine verrückte Konstruktion. Das sieht man hier hinten, dass das so ein bisschen seltsam gerade aussieht, weil sich dieser Wagen auf dieses Drehgestell mit drauf stützen würde. Mhm. Deswegen gerade diese etwas seltsame Anmutung. In der Mitte hatte man zwei Motorwagen, das ist jetzt einer von zwei, die dann, also die Lok war quasi in der Mitte in diesem Fall. Der Triebkopf war kein Triebkopf, sondern ein... Jetzt sind wir Triebwagen, das funktioniert überhaupt nicht mehr. Triebwagen ist ja wirklich ein Wagen, keine Ahnung, wie man das jetzt macht. Ja. es hat nicht so ganz funktioniert, diese Neigetechnik war nicht so ausgereift. Die Leute sind schlicht und ergreifend echt seekrank geworden, als der Zug in Betrieb gegangen ist. Weil das so ein bisschen immer so nachgeruckt hat. Ja. Aber diese Technik wurde später von Fiat gekauft und dann in Züge eingebaut. Und dann haben die später wieder Züge für England gebaut, die heute noch fahren. Also der Kreis hat sich irgendwann gedreht. Das ist so ein typischer Zug, den kennt in England jeder. Mhm. Und jeder weiß die Geschichte, eigentlich so ein Fehlschlag. Aber jeder berühmt. Mag ihn und er ist cool und er ist berühmt. Ja. Ne, und deswegen super. Ist das ein Topmodell. Also Hornby R3873 kostet 477,89 € anstelle von 530,99 €. Und ich habe jetzt unser Schnäppchen vergessen. Da habe ich gar keinen Schnäppchen-Jingle irgendwie unterschlagen. Aber das wäre nämlich unser TGW gewesen. Naja. Die TGWs waren alle ein Schnäppchen. Die waren alle ein Schnäppchen. Das ist auch ein Schnäppchen. Auch ein Schnäppchen. Auch ein Schnäppchen, ne? Auch, übrigens, wir haben noch ein paar, aber werkseitig ausverkauft. Okay. Also, wer Bock drauf hat, Hornby ist im Moment immer so knapp. Ja, und dazu gibt es auch Ergänzungssets. Mhm. Ne? Also entweder R40011 oder 14, jeweils 109,29 € kommen jeweils... zwei nach Hause mit verschiedenen Betriebsnummern wahrscheinlich. Ne? Ich wollte jetzt noch einmal, weil das ist ja auch eine Frage, die immer gestellt wird, mal ein H0-Modell daneben stellen. Weil der ist in 00. Na, wir sind bei englischen Eisenbahnen. Mhm. Kennst du noch von der letzten Sendung? Ja, genau. Und ich finde, dass man hier mal super sieht, dadurch, dass englische Fahrzeuge kleiner sind im Original, fällt der Größenunterschied nicht so wirklich. Nee, genau. Ja, also richtig cool. Mensch, da sind wir jetzt aber einmal durch die Welt gereist, einmal durch die Bahngeschichte. Aber sowas von. Innerhalb von einer Stunde. Wir könnten uns ja noch stundenlang darüber unterhalten. Ja, das Thema. Du hast gesagt, es gibt noch unzählige, aber wir freuen uns, dass wir eben jetzt heute schon mal eine ganze Reihe vorstellen können. Und jetzt gehe ich noch einmal zurück zu Dennis und frage, was hier so im Chat passiert, ob da Meinungen, Ideen, Fragen aufgekommen sind. Also Mobat20 hat reingeschrieben, dass er das Konzept noch nicht kennt vom Live-Shopping und es mega cool findet. Ja, schön. Wir finden es auch cool. Danke. Ist ja auch wirklich cool. Also man hat Einblicke, die man sonst nicht hat. Ne? Ja. Man guckt keine Fotos an, man sieht auch mal live, man kann ranzoomen, man kann Fragen stellen, dass wir noch mal spezielle Sachen zeigen. Mhm. Also das Konzept ist wirklich cool. Es wird fleißig diskutiert heute, wie noch nie zuvor in einer Sendung. Ach, tatsächlich? Ja. Untereinander dann auch? Untereinander, alle haben sich geholfen. Schön. Fragen gegenseitig beantwortet. Und könnt ihr hier bald zumachen, unser Chat-Team. Oder noch Experten einstellen. Ja, genau. Ja, wunderbar. Das heißt, wir kommen schon zum Ende unserer Sendung. Wir sind in Deutschland gestartet, haben alle ICE-Generationen besprochen, von 1 bis 4, alles lieferbar von den unterschiedlichen Herstellern. Genau, dann waren wir zurück in die Zeit gereist. Das tolle Schienen-Zeppelin, den durften wir uns anschauen. Und dann einmal in unsere Nachbarländer. Frankreich, Spanien, Italien ganz kurz, Great Britain. Toller Überblick. Das denke ich doch. Ja. Na, sind noch ein paar mehr im Shop. Einfach googeln. Ja, genau. Und gerne uns weiter schreiben.
Newsletter abonnieren, dann kriegt ihr sofort eine Nachricht, wenn vom ICE1 die Ergänzungswagen gesetzt haben. Ergänzung kommen oder genau. Die Schweiz-Variante, ja. Je nachdem, was man haben möchte. Ja, genau. Und ansonsten bleibt ihr uns hoffentlich treu. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie ihr. Wir danken hier dem Chat-Team, Dennis und Thomas natürlich. Wir danken auch. Einen herzlichen Dank an Heiko für deine Expertise, dass du Rede und Antwort gestanden bist. Danke natürlich an euch, dass ihr so gut mitgemacht habt. Danke hier an unser Kamerateam, die ganzen Leute, die dafür sorgen, Regie und Kameramann, dass hier alles so gut klappt. Und wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Das ist dann der 10. Oktober. 18 Uhr, nicht vergessen, da sind wir wieder da, unser festes Date alle 14 Tage am Montag. Da gibt es wieder viele tolle neue Highlights, ausgewählte. Und wir sagen für heute, das war's. Vielen Dank. Einen schönen Abend noch. Need for the Speed und bis bald. Tschüss.